Die Bundesautobahn A13 bei Berlin. Im vergangenen Jahr gab es hier 158 Unfälle, weil sich Lkw-Fahrer nicht an den Mindestabstand gehalten haben. An der Anschlussstelle Freiwalde kontrolliert die Polizeidirektion Südbrandenburg heute mit einer Drohne den Abstand von Lkw. Frank Seidlitz bereitet sich auf den Einsatz vor. Wir befinden uns hier auf einer Autobahn und das Wochenende ist vorbei. Viele Kraftfahrer kommen halt durch Europa jetzt durch, sodass man eigentlich auf beiden Seiten noch stehen könnte und Abstandsmessungen machen könnte. Ich habe hier vorne jetzt an der Autobahn unten halt die Markierung. Und da stelle ich mich im Endeffekt de facto hin, damit ich die Markierung in der Mitte habe, um dann eben den Rest mit dem Zoom zu machen. Frank Seidlitz ist Projektverantwortlicher bei der Arbeitsgruppe Drohne. André Borschan, erster Polizeihauptkommissar der Verkehrsdirektion Süd, erklärt die Zusammenarbeit. Es gibt nur eine Einheit momentan, die mit so einem Multikoptern oder Drohnen arbeitet. Das ist bei der technischen Einsatzeinheit sozusagen zugeordnet. Selber haben wir ein solches Einsatzmittel nicht und deswegen müssen wir mit den Kollegen zusammenarbeiten. Wenn Sie hier mal jetzt auf dem Bildschirm mitschauen. Frank, kannst du noch mal bitte das Bild mit der Messstrecke zeigen? So, Sie sehen jetzt hier auf dem Seitenstreifen aufgebracht Markierung, weiß und dazu Zahlen geschrieben in gelber Schrift. So, die Zahlen bringen optisch zum Ausdruck, wie die Messstrecke von 50 Meter ist. Der Tatvorhalt ist ja, Sie fuhren mit wenigstens 50 km/h auf einer Autobahn jetzt hier und haben den Mindestabstand von 50 Metern nicht eingehalten. Wir sanktionieren jetzt hier nicht 50 Meter Unterschreitung, sondern wir haben hier noch eine Toleranz in dem Falle 40 Meter. Das heißt, wir sanktionieren nur, wenn die 40 Meter erreicht oder unterschritten sind. 9.30 Uhr. Die Kollegen kontrollieren den ersten Lkw. Willst du den machen oder nicht? Mache. Ja, läuft. Achtung, Detlef. Ist das ein Reisebus? Nee, ist gar kein Reisebus, ist ein Lkw. Sattelzug. Ja. So ein Sattelzug, weiße Fahrzeugkabine, schwarzer Auflieger. Der befindet sich vor einem Pkw-Transporter. Vorwegweise Krausnicker Berge hat er jetzt passiert. So, er überholt jetzt einen Lkw und befindet sich demnächst bei dem 80-km/h-Schild. Und ich verfolge jetzt im Endeffekt von der Aufnahme bis zum Ende das Fahrzeug, damit ich eben dem Kontrollbeamten, der sich hinten auf dem Rastplatz befindet, auch das richtige Fahrzeug zuweisen kann. Und damit wir das Beweismittel hier auf Video haben, weil wir die Aufnahme erst stoppen, wenn er das Fahrzeug, was wir hier gemessen hatten, eben auch rauszieht. Grüner Lkw, DAF, polnisches Kennzeichen. Genau. Ein Kontrollbeamter leitet den Lkw auf einen Rastplatz. Dort übernimmt Alexander Kroll die weitere Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug. Dobre. Motorstop. Ja, nehmen wir mal oben hier. Na, muss ich. Du hast Kodex. Nee. Das ist Minimum. Du hast Minimum. Чувствует такие, не может такие. В Кодекс, Язда, Обуви. Ja? Okay, ну проще. Право Язди, du hast Erzähne. CMR Lizenz. Also CMR ist diese gängige Abkürzung für diesen internationalen Frachtbrief, also für den Lieferschein, ne, den, der mitzuführen ist. Auf dem sehe ich schon mal, was hat er geladen. Manchmal sind 20 Frachtbriefe, weil sie Sammelgut aufgenommen haben, also an x verschiedenen Stellen geladen haben. Aber zumindest will ich schon mal wissen, was auf dem Lkw drauf ist. In Polen setzt man jetzt vermehrt Kraftfahrer aus der Ukraine oder aus Weißrussland ein. In dem Fall auch polnischer Sattelzug, rein polnisches Unternehmen, aber Fahrer aus der Ukraine. Ja, das kommt immer mehr. Man bedient sich da also ja, günstigeren Tarifen, die man den Leuten zahlt. Gut. Moja Katana, Position, war? Zur Beweissicherung zählt auf jeden Fall, dass ich die digitalen Daten erhebe, wo ich also auch erstmal die Lenk- und Ruhezeiten auswerten kann und auf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Твой проблем был дистанц, от другая машина до твоя машина. Ja, дистанц минимум 50 метров. У меня есть фото, ja? Сейчас момент. Ну, открыть на чепа.
Wenn die dann bei uns in der Kontrolle stehen, gucken wir natürlich nach dem Komplettprogramm. Also zu den mitführpflichtigen Fahrzeugpapieren wird natürlich auch die Ladungssicherung angesehen, der technische Zustand überwacht, dass der Lkw-Fahrer, wenn er hier losfährt, ja, auch aus unserer Sicht bestes Gewissen losrollen kann. Runter. So, jetzt kann das schon. Passt denn nada? Der Kraftfahrer hat geladen Rohre für Stadtwerke. Die Rohre an sich hat er ganz gut gesichert, da sind ausreichend Gurte rum. Aber die Holzboxen, die auch so ca. 100 bis 200 Kilo pro Stück wiegen, da hat er keinen einzigen Gurt rumgemacht. Die hat er lose auf diese Rohre raufgelegt. Funktioniert natürlich nicht, wenn er eine Vollbremsung macht, dann haben die noch 6 oder 7 Meter bis vorne, wo sie denn auf die Stirnwand auftreffen. Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll zumindest einen Gurt jeweils um diese Holzlagerboxen machen. Und dann wäre ich schon soweit zufrieden. Alexander Kroll belässt es bei einer Ermahnung. Es bleibt der fehlende Sicherheitsabstand. Über den polizeiinternen Server erhält Alexander Kroll Zugriff auf alle Drohnenbilder der Abstandskontrolle. Die Fahrzeuge sind voll vernetzt hier. Die kommen auf unsere polizeiinternen Daten kommen wir herauf. Also sind schon richtig gute Büros, fahrbare Büros. Gut. Wie dich? So ist Druckermaschine. Eto 2 Kamion. Linie 0. Eto 50 Meter. Kann ich mal? Ja? Okay. Und ich habe mir mal so erklärt, dass das ungefähr 15 Meter ist. Das werte ich noch genau nachher aus. Nur noch an Sicherheitsabstand hatte. Ja, nachdem er das Bild gesehen hat, sieht er die Sache auch ein. Laut Bußgeldkatalog erhält der Fahrer für den Abstandsverstoß eine Strafe von 108,50 € und einen Punkt in Flensburg. Сколько деньги есть? 60 евро. Ну, это то еще только работа. Карта? Банкоматкарта? Euro, Dollar? Złoty? Euro. Ну, минимум 110. Можно минимум? Не. То есть минимум. Я только заехал, но работать, пожалуйста. Na, ich habe ihm erklärt, also dass er 110 Euro, also 108,50 € sind, also 110 Euro muss er erstmal irgendwo hier aufbringen. Und ja, er hat mir also erklärt, dass es ihm viel Geld ist, er wenig Geld verdient. Ja, versucht nur halt jetzt den Preis etwas runterzudrücken. Aber es gibt einen Bußgeldkatalog, der gilt bundesweit und da ist, ja, sind die 80 Euro erstmal angedacht plus den Bearbeitungsgebühren. Und wenn ich dort abweiche, muss ich das irgendwo begründen. Aber eine Abweichung ist da auch nicht vorgesehen. Im Durchschnitt verdient einem Polen angestellter ukrainischer Lkw-Fahrer rund 700 Euro brutto im Monat. Auf diese 108,50 € ist er nicht gekommen. Er hat 80 Euro Bargeld bei. Er hat keine Karte. Dann nehme ich die 80 Euro. Er bekommt darüber eine Quittung. Und die zentrale Bußgeldstelle der Polizei des Landes Brandenburg, die ist ansässig in Gransee, die schickt dann noch mal eine Zahlaufforderung raus in Höhe des Differenzbetrages. Gut, aber auch 80 Euro tun schon mal sehr weh. Für einen ukrainischen Fahrer ist das sehr viel Geld. Was sind diese Euro? Signatur. So. Okay. Erto bisschen. Und das wieder, ja. Tut mir natürlich leid, ein ukrainischer Kraftfahrer wird also deutlich nicht so gut bezahlt wie ein deutscher Kraftfahrer. Und selbst ein polnischer Kraftfahrer verdient noch wesentlich mehr als ein ukrainischer Kollege. Aber das muss ich außen vor lassen. Das kann ich nicht berücksichtigen. Ich muss mich nach diesem Katalog richten. Für Alexander Kroll ist der Fall damit abgeschlossen. 4 Kilometer südlich des Rastplatzes kontrollieren die Kollegen mithilfe der Drohne bereits den nächsten Abstandssünder. Neben Frank Seidlitz ist Jan Engler für den technischen Ablauf verantwortlich. Hier heute ist meine Aufgabe, die Videoaufnahme zu starten und zu beenden. Dann von dem heruntergeladenen Material einen Screenshot anzufertigen, den Screenshot zu kopieren und dem Kollegen zu übergeben, der dann die Daten übermittelt an die Kontrollstelle. Machen wir Akkuwechsel? Ja. Was piepst
uns die Akkuwarnung des Multicopters. Ab 20% fängt er ganz wild an zu piepsen. Das RTA abbrechen. Batteriemanagement ist immer so ein ganz heikles Thema. Da kommt es aufs Wetter drauf an, kommt es auf die Kälte drauf an, wie oft sind die geladen, wie wurden sie richtig geladen. Im Normalfall, der Hersteller sagt, 35 Minuten kann er fliegen und wir sind jetzt ungefähr um die 20, 25 Minuten geflogen. Wir gucken, dass die Kamera frei hängt, damit er sich richtig kalibrieren kann. Und dann starten wir die Drohne. Und dann könnt ihr mal gucken, wie sich die Kamera einrichtet. Ja, wir sind ja Teilnehmer im Luftverkehr und wir haben als unbemannte Steuerer jedem den Vorrang zu geben. Und um irgendwelche Kollisionen hier im Luftraum zu vermeiden, informiere ich diverse Stellen. Dies ist von Einsatz zu Einsatz und von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Wir haben auch immer einen Supporter mit dabei, der auch den unmittelbaren Luftraum eben noch mit beobachtet, sodass wir dann in dem Fall dann eben auch schnell noch landen können, um eben keine Gefahr darzustellen.